Hallo, heute habe ich ein Eistee-Review. Und zwar geht es hierbei um den T-Zone. Und ja, das ist mit weißem Tee und Starfrucht und Sternfrucht und Lotusblütenextrakt. Ja, das Ganze hört sich schon mal ziemlich exotisch an. Also weißer Tee habe ich jetzt noch nicht so oft in Getränken gehört oder mein Gott, Sternfrucht. Und ja, ich habe das im Norma, das ist ein Supermarkt, gekauft für 79 Cent. Deswegen habe ich mir halt gleich zwei gekauft. Und ja, der ist auch schön kühl. Und ja, ich habe halt den nur dazu gestellt, dass man sieht, dass 79 Cent gekostet hat. Ja, und am Anfang dachte ich, da steht Arizona. Dann steht da, weil ich habe nicht ganz genau hingeschaut. Ja, T-Zone, aber es hat auch Copyright. Und ja, mit natürlichen Aromen. Und ja, jetzt kommen wir mal zur Dose. Oh, und pfandfrei ist sie auch. Also hier so, sieht aus wie Bambus. Das hier. Ja, ich glaube, man sieht es jetzt. Und dann ist hier so eine Blume. Ja, und hier auch mit so Blättern und so, sieht eigentlich ganz cool aus, die Dose, wenn es ein Energy Drink wäre. Wäre natürlich besser. Hier auch. Mit der Blume auch. 500 Milliliter. Die Ernährungstabelle. Steht nichts Besonderes. Und ja, das hat auf der hinteren Seite das gleiche wie auf der vorderen. Ja, Join the T-Zone steht noch oben. Ah ja, genau. Und es hat einen goldenen Rand und einen goldenen Tab. Ja, und ich werde es jetzt mal aufmachen. Hoffentlich schmeckt es so, wie es klingt. Okay. Schenken wir jetzt mal etwas ein. Die Farbe ist wie Wasser. Ein bisschen trüber. Bisschen grün. Im Video sieht man es jetzt nicht, aber es ist ein bisschen grün und es riecht nicht so gut. Es riecht am Anfang ein bisschen bitter. Nicht bitter, das kann man nicht gescheit erklären. Es riecht irgendwie nicht so gut. Naja, hoffentlich schmeckt es gut. Und ich werde es jetzt auch probieren. Also, das Erste, was man schmeckt, schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Aber dann wird es ganz süß und schmeckt auch ein bisschen nach. Es hat keinen besonderen Geschmack, aber es schmeckt irgendwie gut. Ja, es schmeckt halt irgendwie nach weißem Tee. Aber es hat jetzt irgendwie. Der Geschmack ist ganz komisch. Das hatte ich noch nie in einem Getränk so einen Geschmack. Aber ja, es schmeckt eigentlich ganz gut. Für 79 Cent. Es ist halt sehr süß und ja, es schmeckt schon nach weißem Tee und ich habe keine Ahnung, wie Sternfrucht schmeckt. Wahrscheinlich ist das das Süße. Aber dieser Nachgeschmack ist weißer Tee auf jeden Fall, ja. Und der Anfang ist ziemlich süß und irgendwie ein bisschen orangig. Und der schmeckt auch irgendwie ein bisschen nach Erdbeere. Aber nur ganz, ganz leicht. Aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Ich meine, für 79 Cent. Da habe ich mir halt dann gleich zwei gekauft. Und ja, die Dose sieht echt cool aus. Schade, dass es kein Energy Drink ist. Aber naja, auch nicht so schlimm. Und auf jeden Fall kann ich ihn euch weiterempfehlen. Für 79 Cent. Das ist wirklich wenig. Deswegen habe ich mir auch gleich zwei gekauft. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Review. Ciao, Leute.